Silvester, 18 Jahre alt. Wir sind gerade in meinem Stadtteil, Salzburg. Das ist eine Heimat für mich, weil meine Freunde hier sind und ja, meine Eltern auch. Das ist mein Haustür. Sie bereits vor mich. Schloss. Ja, okay. Hallo. Also wir sind im Höchster Park. Ich bin da, weil ich wollte euch zeigen, wo ich immer bin und wo ich immer mit meinen Freunden mich treffe. Also das ist meine alte Schule. Ich habe hier meinen qualifizierten Hauptschulabschluss gemacht. Ich war auf dieser Schule 3 Jahre lang. Ja. Sehr alte Schule. Und fandest du es hier besser oder schlechter als in der Philipp Holzmann? Besser. Glaube ich besser. Und wieso? Weil es neben mir ist und muss ich nicht so früh aufstehen. Deswegen. Ich bin Salman, ich bin 17 Jahre alt. Ich bin jede Wochenende hier, weil ich mit Ada, Ali und Jeton hier kicke, da Ali und Ada hier in der Gegend wohnen. Und wir schreiben halt immer öfters in WhatsApp, damit wir uns hier treffen und kicken. Und es macht halt Spaß, mit Freunden zu spielen. Wir sind in der Europaviertel, hinter uns ist Rewe. Und letzten Sommer waren wir hier in der Europaviertel auf dem Bolzplatz. Haben gegen 18-Jährige gespielt und haben die ganz locker besiegt. Wir haben die Kopfschmerzen 10-0 besiegt. 10-0, okay. Und danach sind wir Rewe gegangen, haben trinken, Essen gekauft, waren im Park, haben da gechillt. Einmal ist für mich dann, wenn Freunde oder Familie da sind und wo ich mich dann wohlfühle. Zum Beispiel Galus, da sind meine Freunde. Familie. Ich bin da aufgewachsen, habe mich wohlgefühlt, bin nie umgezogen, wohnte immer in Galus. Da fühle ich mich halt am wohlsten und das ist für mich Heimat. Ich bin der Arda, ich bin 16 Jahre alt, wohne seit 12 Jahren in Rühlheim und ich liebe diesen Stadtteil, weil ich sehr viele Freunde hier habe und sehr viel Spaß mit denen hier habe. Und ich habe die Möglichkeit, hier in das größte Freibad in Europa zu gehen. Ja, finde ich echt toll. Also ich habe hier diesem Schwimmer noch eine Geschichte zu erzählen. Wir waren einmal mit unseren Freunden hier schwimmen und wir haben Fang gespielt und der Fänger hat uns den ganzen Tag gesucht und irgendwann war uns langweilig und wir sind einfach aus dem Schwimmbad gegangen und er hat uns den ganzen Tag hier gesucht. Und war bis 20 Uhr hier. Ja, das war's. Sehr schwitzig. Also für mich heißt Heimat, dass ich mich so wohlfühle, wo ich wohne und dass meine Familie da ist. Meine Heimatstadtteil ist Rühlheim. Ich fühle mich da sehr wohl. Da sind alle meine Freunde und meine Familie. Und sehr schön dort und ich verbringe sehr viel Zeit dort, eigentlich jeden Tag. Ja, das ist meine Heimat. Hallo, mein Name ist Ali, ich bin 16 Jahre alt, ich wohne hier in Frankfurt-Rödelheim und wir sind hier gerade auf dem Sportplatz von Rot-Weiß Frankfurt und ja, ich habe mir diesen Ort ausgesucht, weil wir fast jedes Wochenende hier zum Fußballspielen kommen und ja, es ist ein schöner Ort. Da vorne habe ich auch gleich meinen Garten, da ist so ein kleinen Gartenverein. Wie auch gerade gezeigt wurde, da vorne ist ja ein Kleingartenverein. Da gehe ich auch ab und zu mit meinen Eltern oder mit meinen Freunden grillen. Und ja, sonst
wenn wir nichts zu tun haben, dann chillen wir so ein bisschen Rödelheim, laufen durch die Straßen. Und ja, das ist jetzt hier der Fußballplatz vom FFC. Das ist eine Frauenfußballmannschaft. Die hat letztes Jahr die Champions League gewonnen und die ist auch immer ganz gut mit dabei. Leute, wir sind hier gerade am Brentanobad, das größte Freibad in Europa, hier in Rödelheim. Und ich habe euch dazu eine kleine Geschichte zu erzählen. Und zwar, das war ungefähr gegen 1 Uhr morgens, letzten Sommer. Und was ich jetzt zeige, bitte nicht nachmachen. Das lief da ungefähr so ab. Wir sind hier rübergelaufen. Dann sind wir sozusagen ins Schwimmbad eingebrochen. So, so. So, und dann runter. Und dann sind wir dann nachts hier ein bisschen schwimmen gegangen, weil es echt warm war. Und ja, das bitte nicht nachmachen. Wir sind hier gerade in Rödelheim an der Sternbrücke. Und wie dort gerade eingeblendet wurde, da ist die Hälfte von einem Skateboard. Und dazu habe ich euch eine Geschichte zu erzählen. Und zwar war es ungefähr gegen 3 Uhr morgens. Hier ist nachts ein Junge, der heißt Marc, ist mit dem Skateboard hier lang gefahren. Und ein betrunkener Mercedes-Fahrer hat ihn dann überfahren. Und der Fahrer hat Fahrerflucht begonnen. Und der hätte höchstwahrscheinlich den jungen Mann noch retten können. Doch da er Fahrerflucht begangen hat, ist der Junge dann gestorben. Und der wurde um 4 Uhr morgens von einem Busfahrer auf der Straße liegen gesehen. Und ja, die Hälfte von seinem Skateboard wurde dann dahin getan mit einem Bild, drauf. Und die andere Hälfte vom Skateboard liegt auf seinem Grab. Also Heimat bedeutet für mich in erster Linie aus dem Land, von wo ich komme. In zweiter Linie da, wo ich wohne, halt da, wo ich aufgewachsen bin. Und das dann in meinem Fall in Frankfurt-Rödelheim. Ja, da bin ich oft mit Freunden draußen, gehe dort auch Fußball spielen, spiele dort auch selbst im Fußballverein. Und also ich bin dort aufgewachsen und meine Eltern kommen aus Kurdistan, da liegen ursprünglich meine Wurzeln und das bedeutet auch für mich Heimat. Mein Name ist Alex Mesoire, ich bin hier auch öfters. Ich spiele auch gerne Fußball hier. Ich bin 17 Jahre alt. Und ja, hier ist der Basketballplatz. Da ist ein Skaterpark für die Skater. Hier sind überall Möglichkeiten. Man findet hier immer neue Leute, trifft neue Leute, lernt neue Leute kennen. Hier ist auch Platz zum Grillen zum Beispiel, falls man grillen will. Man kommt ganz gut hin mit der Bahn, ganz gute Verbindung hier. Und ja, wir sind hier eigentlich ganz oft. Lediglich bei schönem Wetter. Ja, meistens beim schönen Wetter. Also Alex, das war ein gutes Ereignis, was wir hier im Hafenpark erlebt haben. Ein gutes Ereignis, was ich erlebt habe, hier, dass ich auch mal Geburtstag gefeiert hatte. Mit Freunden, die hatten hier gegrillt, Musik gehört, entspannt, Sonne getankt. Ja, den Abend halt genossen. Ja. Ja, was ist denn hier ein blödes Erlebnis gewesen? Hast du ein blödes Erlebnis? Also mir persönlich ist kein blödes Erlebnis passiert. Aber was ich hier halt öfters zu sehen sind halt, dass Streitereien halt passieren. Zum Beispiel wegen den Sportarten, beim Basketball oder Fußball. Wenn da halt unnötige Sachen passieren oder Fouls, dann kommt es dann schon zum Zoff, kommen Auseinandersetzungen. Also Alex, warum ist das hier für dich wie eine Heimat? Weil ich mich hier sehr wohl fühle, weil hier sehr viele Freunde vor mir sind, mit denen ich auch herkomme und halt Spaß habe. Das macht mir halt auch Spaß. Ich bin der Nico Fischer, ich bin 16 Jahre alt, ich wohne eigentlich in Vilbeck, aber wir sind hier in Frankfurt am Hafenpark, aber ich bin hier oft mit Alex, generell mit ganz vielen Freunden und ich würde sagen, wir machen weiter in Bad Vilbeck. Okay, hallo. Wir sind jetzt in Bad Vilbel im Kurpark angekommen. Hier sind wir auch sehr oft mit unseren Freunden. Und genießen hier die Aussicht. Hier ist frische Luft auf jeden Fall. Ja, mit schönen Bäumen. Und die kann man viel unternehmen natürlich. Hier chillen wir auch oft, grillen. Man kann hier einfach. Hier ist halt eher so ein bisschen der Park zum Chillen. Genießen.
Welche Ereignisse hast du hier in diesem Kurpark anders erlebt? Also im Kurpark habe ich eigentlich ganz viel erlebt. Ich habe mich hier oft mit Freunden getroffen. Und ja, da vorne ist ein Fluss, die Erlenbach heißt der. Und da sind wir im Sommer früher alle baden gegangen. Also letzten Sommer sind wir da alle baden gegangen. Da waren wir so 20 Leute einfach im Wasser. Ich hoffe nicht nackig. Nein, nicht nackig. Sind wir da alle baden gegangen. Nenn mir mal ein gutes Erlebnis, was du hier erlebt hast. Also ich habe hier ein gutes Erlebnis. Das hier ist die Ronneburg, also die Wasserburg bei uns. Hier ist jeden Freitag eine Teenie-Dressur drin. Und da war ich früher eigentlich jeden Freitag. Und hab dort eigentlich alle meine Freunde kennengelernt. Und ja, hier ist auch sehr viel Natur, wie man sieht. Da ist eine Wasserratte. Die sind hier in Vilbel ganz oft und die sind eigentlich ganz zahm, die kann man sogar streicheln. Ist Bad Vilbel für dich eine Heimat? Ja, Bad Vilbel ist für mich eine Heimat. Ich fühle mich hier sicher. Bad Vilbel, hier sind die meisten meiner Freunde. Und ja, ich bin einfach gerne hier in Vilbel, kenne hier ziemlich viele. Und ich mag die Natur. Ja. Und teilst du auch negative Erinnerungen hier in Bad Vilbel? Ja, na klar, teile ich negative Erinnerungen hier in Vilbel. Aber die sind jetzt nicht alle so schlimm. Es gibt mehr gute als schlechte. Die positiven bringen dich mehr ein. Also. Ja, die positiven sind besser. Ja. Also ich bin der Cem Görgülü. Ich bin auch 17 Jahre alt, zwischen uns liegt glaube ich nur ein Tag, zumindest wenige Tage. Und wir sind hier in Bornheim, das ist der Güntersburg-Park. Und das hinter uns, das ist der, film mal hin, das ist der Bolzplatz sozusagen vom Güntersburg-Park. Natürlich kann man überall anders auch noch bei, keine Ahnung, hier vorne bei der Wiese zum Beispiel spielen. Film mal dahin. Aber vor allem spielen wir auch hier auf dem Bolzplatz, wo man Fußball für gewöhnlich spielt, auch Fußball. Und ja, ich habe mir diesen Ort hier vor allem deswegen ausgesucht, weil der Sami und ich, deswegen stehen wir auch zu zweit hier, die besondere Vergangenheit, dass wir zusammen auch hier Fußball gespielt haben, ja. In jüngeren Jahren, so vielleicht mit 6, 7 Jahren. Da war ich schon in der Grundschule. Und ja. Ja, einen schönen guten Tag nochmal von meiner Seite. Es ist so, dass ich mir nochmal diesen Ort hier ausgewählt habe, weil ich hier auch sehr schöne Erinnerungen habe in meiner Kinderzeit. Vor allem auch durch meinen kleinen Neffen. Ich habe einen kleinen Neffen, der ist der Sohn von meinem großen Bruder. Mein großer Bruder ist schon 30, mein kleiner Neffe ist schon 3 Jahre alt. Und der geht hier oben auf eine Kita. Und da kaufe ich ihm manchmal hier Eis, weil ich es selber als kleines Kind oft sehr gemocht habe. Ich habe es sehr oft gemocht als kleines Kind, wenn man mir Eis gekauft hat dort. Und deswegen habe ich mich entschieden, einfach nochmal zu erwähnen, dass ich meinem kleinen Neffen hier auch manchmal aus diesem Grund Eis kaufe und so. Weil ich weiß, dass er sich dann auch drüber freut, so wie sich kleine Kinder halt einfach drüber freuen. So, und natürlich gehört auch dieser Bolzplatz hier zu meiner Kindheit. Das ist früher der Ort gewesen, an dem ich am unliebsten gespielt habe. Das war mir überhaupt nicht lieb, wenn ich hier gespielt habe, weil das einfach so ein sehr harter Platz ist und einfach, ich finde, gar nicht kinderfreundlich ist. Und das hier, das habe ich genauso wenig nicht gemocht, den Kinderspielplatz hier, diese kleine Burg dort. Meine Freunde haben dort immer gerne gespielt, deswegen musste ich mich da zwangshalber auch aufhalten. Aber ich selber habe das überhaupt nicht gemocht und insofern, ja. Also wir sind hier nochmal bei der IGS Nordend. Das ist hier immer noch der Güntersburg-Park. Wie man merkt, ist hier der Güntersburg-Park überwiegend der Ort, an dem ich mich als kleines Kind, vor allem zumindest in der Vergangenheit, am meisten aufgehalten habe. Das ist die IGS Nordend hinter mir. Das ist die Schule, an der ich früher war. Diese Schule prägt mich vor allem deswegen, weil viele andere meiner Familienmitglieder auch auf dieser Schule waren. Aus verschiedenen Perspektiven, zum Beispiel war meine Mutter hier, die hat hier ihr Referendariat gemacht, 2005. Mein Cousin war hier als Schüler, ich war hier als Schüler und viele der Referendare meiner Mutter sind jetzt hier auch fertige Lehrer. Und insofern habe ich es für wichtig empfunden und finde es immer noch für wichtig, das mal ganz kurz zu zeigen. So. Die IGS Nordend grenzt hier am Park. Auf der Seite ist die IGS Nordend, dahinter ist eine Straße
Das ist der Günthersburg Park. Und ja, der Günthersburg Park ist einfach eine große Erinnerung für mich als in meiner Persönlichkeit so, für meine Vergangenheit. Ich empfinde mich hier als Hausmeister und ja. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Kindergarten. An diesem Baum hier haben wir auch, der Sami und ich, eine ganz große gemeinsame Vergangenheit, weil es so ist, dass wir einmal in den Ferien uns hier bei dem Baum begegnet sind. Da habe ich gerade meinen Neffen abgeholt und er war gerade mit seinem kleinen Bruder. Den kleinen Bruder habe ich aber leider nicht gesehen. Zumindest war es so, dass er bei diesem Baum stand und er von mir wollte, dass ich ihm Hallo sage, obwohl ich es nicht akzeptiert habe, weil er einfach neben einem Baum stand. So, welcher Mensch steht einfach neben einem Baum? Und insofern, tut mir leid für diese Unhöflichkeit, Sami, das war ein Fauxpas, entschuldige bitte. Also das hier im Hintergrund, das ist die Kindertagesstätte von meinem Neffen, von meinem großen Bruder, der Sohn, von dem ich erzähle. Und der sorgt dafür, dass ich und der sahen wir uns oft im Park sehen und ja. Das Haus im Hintergrund, das ist da wohne ich drinne. Die genauen Zahlen kenne ich leider nicht, aber vor vielen Jahren, ich glaube vielleicht in den 50ern oder so, ist mein Opa hier nach Deutschland gekommen und hat das Haus gekauft. Das ist der Grund, warum ich hier in Deutschland wohne. Das ist der Grund, warum ich hier in Bornheim bin, warum ich hier wohne und mich wohlfühlen kann, darf, zum Glück. Und ja, das hier ist Bornheim. Der Günthersburg Park gehört zu Bornheim. Und Bornheim bedeutet für mich unter anderem eine Heimat für mich. Ich bin hier seitdem ich geboren bin. Ich liebe mein wunderschönes Bornheim. Und Bornheim ist für mich Heimat, weil ich mich hier sicher fühle, weil ich mich hier wohlfühle und deswegen bin ich hier in meiner Heimat. Einen wunderschönen guten Tag, ich bin der Sami Fleh, ich bin 17 Jahre alt und wir sind gerade im Günthersburg Park in Bornheim und ja, hier spiele ich auch Basketball oder Fußball und hänge hier mit meinen Freunden ab. Okay, jetzt befinden wir uns hier bei der Eisdiele sozusagen. Da wird sehr viel gegessen, also da kann man bestellen, Wurst, was man will. Und hier ist noch ein kleiner Spielplatz für die kleinen Kinder. Das heißt auch, ich bin hier mit meinem Bruder sehr oft, spiele hier mit ihm auf dem Klettergerüst und spiele auch da unten Fußball, was eigentlich ein Skateboardplatz ist. Aber ja, okay, jetzt machen wir uns auf den Weg zu meinem Kindergarten und den Kindergarten von meinem Bruder, wo wir auch sehr viel erleben haben, aber da erzähle ich euch mehr. Okay, wir befinden uns jetzt in den Kindergarten von meinem Bruder oder von mir auch, wo ich hier auch selber Praktikum gemacht habe. Und da war auch mein Bruder dabei. Der hatte eigentlich auch hier vieles erlebt, genauso wie ich. Das ist für mich hier so was wie ein zweites Zuhause, weil auch ich hier Praktikum gemacht habe und die Betreuer waren einfach sehr nett. Ich habe auch sehr viel Spaß mit den Kindern. Ich spiele gerne mit denen, ich gehe gerne raus mit denen und ja, der Kindergarten war einfach hier, war schwer ihn zu verlassen und für meinen Bruder war es auch schwer, den Kindergarten zu verlassen auf eine neue Schule und so weiter, wo man mit den älteren Kindern jetzt abhängt oder rumhängt und ja, das ist einfach ein Kindergarten, wo man kommen sollte oder besuchen sollte, weil man einfach hier sehr viel Spaß hat, genauso wie ich es hatte im Praktikum oder als Kleinkind. Alles klar, Leute, willkommen in meiner Heimat. Das ist meine Wohnung, also die Wohnung von meinen Eltern, wo ich selber wohne, wo meine ganze Familie hier wohnt. Und ja, hier kann man, wenn man jetzt ein bisschen hier reinguckt, kann man links den Hof sehen. Da bin ich sehr oft mit meinen Freunden, sehr, sehr, sehr oft. Da ist auch ein kleiner Spielplatz. Wir können gleich mal rübergehen und gucken. Wir laufen jetzt im Hof. Leider darf ich hier nicht so laut sein, weil man darf jetzt ab 15 Uhr hier Lärm machen und richtig laut schreien. Und ja, wie ihr jetzt seht, der Platz ist nicht so groß, aber für mich reicht es. Und komm, wir gehen einfach weiter runter. Lauter, Digga. Vielleicht kannst du da nach da oben gucken.
da, wo dieser grüner, wie heißt es denn nochmal? Regenschirm. Was für Regenschirm? Wie heißt es denn? Sonnenschirm. Da wo der Sonnenschirm ist, wohne ich. Da ist klar, jetzt sind auch gleich meine Eltern bestimmt. Und das ist hier der kleine Spielplatz. Auch nicht groß, aber reicht für alle. Ja, das ist für mich meine Heimat, weil ich einfach hier mit meiner Familie vor 3 Jahren hierher gezogen bin. Und ich habe mich einfach von Anfang an direkt richtig wohl gefühlt, weil ich meine, das sieht hier richtig schön aus und die Menschen sind einfach überragend nett. Man kann mit denen reden, alles. Die älteren Leute, die kennen mich mittlerweile alle. Und es macht sehr viel Spaß, mit denen zu reden, weil die mich auch viel erzählen, wie das hier früher war und so alles. Und ja, meine Familie fühlt sich auch hier sehr wohl. Meine Brüder auch. Wir haben eigentlich hier sehr viel Spaß und sind eigentlich mit der Wohnung zufrieden, sozusagen. Sind mit Bornheim zufrieden. Hallo, mein Name ist Mitya Dumschek. Ich bin 19 Jahre alt und wohne in Schwalbach am Taunus. Das hier hinter mir ist die Georg-Kescher-Steiner Schule, meine Grundschule, in der ich war. Hier wurde ich mit 6 eingeschult und war bis zur 4. Klasse hier. Ich habe hier eine schöne Kindheit gehabt und erinnere mich auch sehr schön dran zurück und bin auch oft hier, wenn ich mal draußen bin. Wir sind hier in Schwalbach. Hier sind wir abends meistens immer mit mehreren Kollegen und chillen hier halt. Früher war ich auch oft hier. Nach der Schule. Wir haben uns hier verabredet, wenn es langweilig war. Und unsere Zeit wird verbracht. Können wir uns mal kurz die Geräte angucken? Das war's. Als Kind bin ich im Fußball begeistert und habe hier früher immer als Kind gekickt. Und manchmal treffen wir uns auch hier nachmittags und spielen hier Fußball mit mehreren Freunden. Und ich spiele auch in der Fußballmannschaft und habe hier auch früher immer trainiert. Also für mich heißt Heimat eher aus dem Land, wo meine Eltern herkommen, also aus dem Kosovo. Natürlich fühlt man sich hier in Höchst, da wo ich lebe, auch wohl. Und für mich, ich habe halt, wie gesagt, für mich selber, ich habe halt 2 Heimatländer. Erstmal ist es Frankfurt-Höchst und einmal der Kosovo. Ich fühle mich in beiden, halt jetzt in Kosovo wie auch in Höchst sicher, aber wenn man mich eher fragen würde, was Heimat ist, dann eher Kosovo, weil mein Bruder und meine Schwester dort auch geboren sind und die meiste Zeit von meiner Familie dort gelebt wurde und ja, das war's eigentlich auch. Hallo, mein Name ist Aziz, ich bin 16 Jahre alt und ich wohne hier mit meiner Familie. Ich habe 4 Geschwister und meine Mutter kommt aus Deutschland und mein Vater aus Albanien. Ja, hier ist der Weg zu unserem Garten und jetzt gehen wir rein. Ja, hier ist unser Garten. Hier ist unser Grillplatz. Hier haben wir immer gegrillt. Hier ist der Grill. Hier haben wir immer sehr viel Zeit mit unserem Opa verbracht und mit der Familie. Aber unser Opa lebt leider nicht mehr. Und deswegen grillen wir jetzt nur noch allein mit der Familie. Und ja, jetzt eigentlich noch was. Hier ist unsere Hütte. Die haben wir damals selbst gebaut. Die Fenster hier, die Tür, alles drum und dran. Und hier kann man auch schlafen, weil es ist sehr warm dort. Und ja. Hier ist unser Chillplatz. Hier sind auch die Schuhe von unserem Opa. Als Erinnerung.
Und hier kann man sehr gut chillen, sich hinlegen. Und hier ist sind unsere Pflanzen mit Gemüse, Obst und so weiter. Hier ist Holz. Und dort hinten befinden sich auch noch Pflanzen. Da gehen wir auch nochmal kurz hin. Hier ist Obst und Gemüse auch zu sehen. Hier ist unser Gewächshaus, unser kleines. Hier saß oft mein Opa mit meiner Mutter. Hier saßen wir auch manchmal alle zusammen. Und sein Lieblingsplatz war dort hinten. Hier saß mein Opa immer. Er hat immer mit uns geredet und alles. Und ja, das war mein Garten. Ja, jetzt zeige ich nochmal die Hütte von innen drinnen. Hier spielen mein Bruder und ich immer Dart. Hier sind leider Löcher an der Wand. Ich weiß nicht warum. Leider nur noch 2 Pfeile übrig, weil die anderen kaputt gegangen sind. Wegen den Löchern an der Wand. Und ja. Und ja, so spielen wir mal Dart, aber manchmal sind da die Löcher und ja. Hier sind die Sofa. Hier können wir auch meistens chillen. Im Winter oder so hat man es hier schön warm. Hier kann man auch Kartenspiele spielen oder so. Und ja, hier sind noch Tische und Stühle. Kann man sich auch hinsetzen und alles und es sich gemütlich machen. Und ja, so sieht die Hütte von innen drin aus. Was geht ab, Brüder? ich heiße Salman, ich bin 17 Jahre alt. Ich wohne in Gallus. Ich bin öfters hier am Wochenende mit Freunden. Wir schreiben uns, dass wir Fußball kriegen. Und Sport, man kommt raus. Was ist das? Oh Mann. Also, ich bin der Arda. Aus welchem Land ich komme. In zweiter Linie, wo ich. Ja, das filmt. Ja, wir springen jetzt auf 3. 1, 2, 3, los! Nein, nein, er redet. Achso, 1, 2, 3, los! Was machst du denn da? 1, 2. Hör auf zu reden, mach doch mit den Fingern! Ey, was redet ihr gerade? Ja, Film ist eigentlich so wie Väter, oder? Ja, ja. Wir sind Väter. Und vor allem, es passieren auch viele Blicke so von anderen Leuten, die denken so, okay, die sind RTL-reif, so von Teenie-Eltern so und so. Da gibt es ja so eine Fernsehshow. Und, ja. Ah, zwei Video. Ja, deswegen auch. Ich mein